Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück im Großreich Italien, das Europa deutlich dominiert, zurück bei Kaiser Azzone von Italien, 44 Jahre. Es ist nur eine ganze Zeit vergangen, seit ich Crusader Kings auf dem Kanal hatte. Ich hatte ja gesagt, dass ich mal eine Pause brauche. Die ist jetzt hiermit beendet. Willkommen zurück. Willkommen zurück bei den Unruhehängern. Und weil die Pause jetzt doch recht lang war, möchte ich noch mal ein paar grundsätzliche Sachen zu unserem Charakter machen, sagen. Ich meine, ich hatte ja ziemlich zu Beginn des ganzen Projekts auch gesagt, dass ich das relativ rollenspielerisch angehen möchte. Relativ gesehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es bis ins letzte Detail mache, aber so ein bisschen, wie ein Charakter agiert, in welche Richtung er geht, das möchte ich schon machen. Und deshalb wiederhole ich jetzt nochmal kurz, wie ich Azzone interpretiere. Zuallererst, was man zuerst über ihn wissen muss, ist, dass er sprunghaft ist. Das heißt, dass er häufiger mal seine Ausrichtung ändert. Sagen wir mal, die Sachen, die ihn interessieren, die wechseln häufiger mal. Ist nicht so, dass er gleich komplett anders ist, aber es gibt halt so Richtungen, in die er geht. Und jetzt im Moment interessiert er sich für Hinterhältigkeit. Das passt auch ganz gut, weil er hat eine entsprechende Ausbildung hier. Flüchtiger Schatten ist er, also sehr gut auch darin. Und das heißt, dass er eben relativ hinterlistig agieren würde. Nun gibt es gar nicht so viele Intrigen, die er im Moment haben kann. Aber da komme ich später zu. Aber egal was er tut, er ist auf jeden Fall ehrgeizig darin. Ehrgeizig ist für mich eigentlich eine Eigenschaft, die nicht so ganz zu sprunghaft passt. Weil bei ehrgeizig steht hier, er weiß, was er will und er hat keine Angst davor, einen Versuch zu unternehmen, es auch zu bekommen. Das ist schön und gut. Aber ich finde, das sprunghaft ist so ein bisschen so eine, vielleicht weiß er doch nicht ganz, was er will. Vielleicht ist es aber auch so, dass er halt immer nur so kleinere Ziele hat. Wobei auch das, also ein Ehrgeiziger hat vielleicht doch eher so das große Ziel. Ich habe es jetzt so interpretiert, dass er immer für das, was er, wo er sich gerade interessiert, da brennt er für und da gibt er alles, um das zu erreichen. Also egal, was er tut, er macht's mit vollem Herzen. Er ist außerdem treuherzig. Hier steht, Azzone vertraut anderen rasch. Das ist natürlich jetzt wieder ein Problem, weil als flüchtiger Schatten, also jemand, der Meister des Ränkespiels ist, müsste man ja eigentlich wissen, dass man nicht jedem trauen kann. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber, also deswegen hat er auch bei Ränkespielen ein bisschen weniger, als er haben könnte sozusagen. Sieht man hier, -2. Dafür sind Diplomatie etwas besser. Ist jetzt ein Ränkespiel auch nicht schlecht, ne? Naja, aber das Treuherzige ist so eine Sache. Ich habe es jetzt so interpretiert, dass er so ein bisschen, also dass er seiner Familie auf jeden Fall vertraut und auch seinen Vasallen, zum größten Teil zumindest. Und auch seinen Freunden, also er hat zwei Freunde, nämlich den König von Romagna, sein Schwager außerdem und dann noch so einen relativ unbedeutenden Höfling am Hof des Grafen von Mantua. Das sind seine Freunde, denen vertraut er rückhaltlos. Nichtsdestotrotz wird er gelegentlich selber hinterhältig agieren. Aber vielleicht nicht, ja, also vor allem halt gegen seine Feinde oder gegen, sagen wir mal, potenzielle Widersacher. Ich komme da später nochmal genauer zu. Er ist außerdem ein kluger Mann, schlau steht hier. Das ist schon mal gut, ne? Also er ist jetzt nicht auf den Kopf gefallen, er durchsieht auch Sachen, die andere nicht sehen. Er ist außerdem eine eifrige Frohnatur, das heißt, er mag einfach feiern. Er ist auch ein Folterer, also er mag auch foltern. Er mag feiern und foltern, wenn man so will. Diese ganzen Eigenschaften, finde ich, sind halt sehr gegensätzlich. Also er hat, ist ein bisschen so, als hätte er zwei Seiten einer Medaille. Also, und das passt vielleicht auch ein bisschen zu dem Sprunghaften. Also auf der einen Seite ist er eine richtige Frohnatur, er ist treuherzig, er ist einfach ein fröhlicher Mann. Auf der anderen Seite ist er aber auch so ein hinterlistiger Folterer, kann so ein richtiges Arsch sein. Auf der einen Seite hat er nicht richtig Ziele, auf der anderen Seite, wenn er ein Ziel hat, dann verfolgt er das auch volle Kanne.
Und ja, auf der einen Seite ist er, was wollte ich jetzt noch sagen? Also es gibt so viele verschiedene Sachen, wo er halt so oder so agieren könnte. Und ich denke, dass ich das oft mit dem Würfel entscheiden werde, welche Richtung er dann gehen wird. Also fassen wir zusammen, er ist so ein kluger Staatsmann, der ist grundsätzlich treuherzig gegenüber seinen Vasallen und auch seiner Familie. Er vertraut anderen schnell. Aber und er würde jetzt auch nicht aus Jux ermorden, also nicht einfach nur so, weil er einen Zeitvertreib braucht, ne? Aber er schreckt halt auch nicht davor zurück, eine Intrige zu spinnen, wenn das seinen Zielen dient. Er hat jetzt keine langfristigen Ziele, aber sein Fokus bestimmt halt jeweils das Ziel. Ein Thema noch, das man grundsätzlich mal klären sollte, ist, wie er zum Glauben steht. Der Glaube ist im Mittelalter ja ein sehr wichtiges, sehr zentrales Thema, deswegen möchte ich das auf jeden Fall auch mit berücksichtigen. Seine Vorgänge, da hatten wir einige, die waren religiöse Eiferer, wir hatten Zyniker, er ist jetzt keins von beidem. Das interpretiere ich so, dass er halt ein ganz normaler Christ ist, also er ist damit aufgewachsen, mit seinen katholischen, der katholischen Doktrin, wenn man es so will. Und dem glaubt er, dem folgt er, weil er eben christlicher Herrscher ist. Er ist jetzt kein Eiferer, also er wird jetzt nicht hergehen und hier alle Völker konvertieren wollen. Er wird im Reich sicherlich für Ordnung sorgen. Also Ketzerei im Reich, das haben Herrscher grundsätzlich eher nicht so geduldet, egal was jetzt ihnen wichtig war oder nicht. Aber er wird jetzt außerhalb nicht speziell Religionskriege führen. Also Religionskriege, ich lasse ihn sie führen, wenn sie seinen Zielen dienen. Nicht verwechseln. Also wenn er jetzt ein ehrgeiziger Krieger wird, ist das durchaus ein staatsmännisches Mittel, sagen wir es so. Jetzt erstmal haben wir aber ganz andere Kriege. Und zwar haben wir einen internen Krieg gegen eine Prinzessin Agatha von Ungarn. Warum Prinzessin? Sie ist die vorherige Königin von Ungarn. Wir hatten über unsere Mutter, Kaiserin Hainal, einen Anspruch auf das Königreich Ungarn geerbt. Und den, als ehrgeiziger Herrscher, hat er natürlich sofort durchgesetzt. Zumal sie ja auch nur eine Frau ist. Dabei haben wir allerdings nicht ihre Titel bekommen und weil sie sowieso so renitent war, haben wir beschlossen, dass wir ihr die Titel entziehen wollen, das fand sie nicht gut. Sie ist außerdem waldensisch, also ist jetzt kein Riesenproblem für uns, dass wir ihr den Titel entziehen. Und deswegen hat sie jetzt einen Aufstand gegen uns begonnen mit ihren 4.428 Mann. Gegen unsere Truppen ist natürlich ein bisschen lächerlich, ne? Aber gut, wir nehmen das hin. Wo sind denn eigentlich unsere Truppen? Habe ich die eigentlich schon ausgehoben? Nö, ich hatte noch nichts ausgehoben. Naja, da sollten wir das vielleicht mal tun, ne? Wo ist denn dieser Sammelpunkt? Ach hier, das ist schon der richtige. Okay, ich habe jetzt gesehen, man kann hier, wenn man Steuerung drückt, können man alle Truppen in dieser Provinz ausheben. Die hatten ja bei einem der letzten Patches es so geändert, dass die sich nach dem Truppenlimit auf die Grafschaften drumrum und Domänen rundrum verteilen. Das finde ich nicht immer so super, weil es einfach sehr viel Zeit kostet, die zu verteilen. Deswegen hebe ich sie jetzt mal so aus. Ich werde ein bisschen Lehnstruppen dazu holen. Ja, das sollte schon, ne, nicht ganz. So soll es auf jeden Fall ausreichen. Wo sind sie denn? Hier. Und dann muss das jetzt auch reichen. Wer führt denn jetzt diese Truppen an? Unser Ratsmarschall, der König Pagano von Ostfranken. Okay. Das kann er ruhig erstmal bleiben, das ist in Ordnung. Wir ziehen jetzt hier schon mal rüber, bevor ich jetzt weitermache. Es gibt ein weiteres Thema und zwar gibt es einen Kreuzzug, das passt vielleicht noch ein bisschen zu dem Glaubensthema, an dem wir uns auch beteiligen werden. Der geht gegen Herzogin Guillaumet von Brabant hier hinten. Da geht es um das Königreich Lothringen sozusagen, weil sie ist nämlich Waldenserin, das kann der Papst so ja natürlich nicht stehen lassen. Darum geht es gegen sie und wir haben unsere Tochter, die Prinzessin Ambrosia, als favorisiert, als Begünstigte eingesetzt. Wir haben nicht so viel Auswahl, deshalb sie.
Und das passt insofern, weil nämlich ihr Mann der Erbe auf die Grafschaft von Langres ist und das wiederum liegt in Lothringen. Passt also ganz gut. Ja, dann gibt es noch ein paar kleinere Sachen und zwar unsere Tochter Leonide, die braucht einen Vormund und das heißt, sie braucht erstmal einen Ausbildungsschwerpunkt. Den werde ich wie immer erwürfeln. Ich würfle zwischen Diplomatie und Ränkespiel. Und ich würfle eine 2, also wird es Diplomatie. Jetzt brauchen wir also einen Diplomaten dafür. Wer ist denn gut darin? Wie sieht es mit unserem Ratskanzler aus? Herzog Pandolfo von Somogi. Das ist natürlich ordentlich weit weg. Aber wir gucken mal. Mündel anbieten. Prinzessin Leonide. Findet er gut. Hier. Okay, das hätten wir. Dann gibt es noch ein paar weitere Sachen. Ich möchte euch auch mal kurz die Familie vorstellen. Wir haben unsere Kaiserin Flora. Die ist auch schon 43, aber nochmal schwanger. Und das als Trunkenbold. Ich bin mal gespannt, was da für ein Kind bei rauskommt. Sie ist auch ehrgeizig. Auch gesellig. Das passt ganz gut zu ihm. Alles auch, ja, zornig, wird relativ schnell wütend. Mal sehen. Die beiden haben einige Kinder zusammen. Die älteste Tochter ist gestorben. Dann gibt es Prinz Vittorio von Italien, das ist unser Haupterbe. Ja, der ist hinterlistig, so wie wir, also auch ein flüchtiger Schatten. Er ist religiöser Eiferer und auch ehrgeizig. Das wird auch eine sehr spannende Persönlichkeit, glaube ich. Dann gibt es eben diese Prinzessin Ambrosia, ebenfalls ehrgeizig, gefühllos und gesellig. Ein meisterhafter Philosoph und derzeit auch schwanger. Dann Prinzessin Candida von Italien ist verheiratet mit Alessandro, dem Erben auf das Ostfrankenreich. Also sie ist eine zierliche Persönlichkeit. Feige, zornig und ehrgeizig. Na, okay. Dann haben wir Prinz Ubizo, der ist schuppig, aber klug. Und er ist verlobt mit der Prinzessin von Wales. Unser Ältester ist übrigens verlobt mit einer gälischen Adligen, würde ich sagen. Und dann haben wir eben diese Prinzessin Leonide, über die es jetzt noch nicht so viel zu sagen gibt, außer dass es ein ganz reizendes Kind ist. Ja, unsere Mächtigen im Reich sollte ich vielleicht auch noch mal kurz zeigen. Und zwar haben wir König Matteo von Romania. Dem gehört all das hier. Er hat unter anderem auch Rom erobert. Das heißt, der Papst residiert jetzt hier in Orvieto. Mal sehen, wie lange noch. Ja, das ist ein ruhiger, maßvoller, treuherziger Typ. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Dann gibt es König Pagano von Ostfrankenreich und das ist so ein richtiger sündiger Herrscher. Das ist ja der Bruder unseres Großvaters. Ja. Also unser Großonkel, so gesehen. Der ist auch schon 59. Und der ist gefühllos, ruhig und sprunghaft, so wie wir. Und der hat wirklich, glaube ich, jede Sünde, die es irgendwie gibt, schon begangen. Abgesehen von seinen herausragenden militärischen Fähigkeiten, die ihn auch einäugig gemacht haben, ist er ein Ehebrecher, ein Sodomit. Ist auch einbeinig. Ein Dynastiemörder ist er auch noch. Und er ist vernarbt. Also das ist wirklich ein heftiger Typ. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das mit dem gestaltet. Ich meine, er mag uns. Insofern wird es schon passen. Der nächste Mächtige ist Herzog Stanislav Isanricic von Slawonien. Eigentlich ein relativ kleines Herzogtum, trotzdem ein mächtiger Vasall. Der mag uns, der ist maßvoll, der ist gerecht, der ist lüstern. Also jetzt nicht unbedingt die treueste Person, aber ja, das ist schon in Ordnung. Und es gibt den Herzog von Somogi, auch ein kleines Herzogtum, trotzdem mächtig. Der nächste wäre Prinz Robin, unser Bruder.
Der ist der Herzog von Sizilien. Hier unten auch ein mächtiger Herrscher. Das sind so die Mächtigen des Reiches, aber alle von denen mögen uns. Es gibt ein paar Vasallen, die uns nicht so sehr mögen, die sind allerdings eher klein. Sieht man hier. Na gut, ich meine, sie mag uns halt überhaupt nicht, aber das Problem erledigen wir jetzt ja gerade. Und hier gibt es ein paar, die nicht so begeistert sind von uns, aber einzelne Grafen machen mir keine Sorgen. Ja. Es gibt allerdings einige, die noch eine niedrige Steuerstufe haben und das möchte ich ändern. Allerdings bin ich jetzt auch gerade dabei, hier ein Druckmittel auf Graf Lucchetto von Lombardia zu fingieren. Denn eins der ehrgeizigen Ziele, das er hat, ist, dass ich dieses Herzogtum Lombardei endlich in den Besitz der Umbrohrringer komplett bringen möchte. Und darum möchte er jetzt die fehlenden Grafschaften sich unter den Nagel reißen. Notfalls auch eben hinterhältig. So, aber jetzt kommen wir endlich mal dazu. Um das Dynastievermächtnis kümmern wird später, den Papst in Rom etablieren. Nein, meine Tochter. O Flora, ihr wart so tapfer, so stark. Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich auf euch bin. Und nun haben wir eine perfekte kleine Tochter. Die perfekte kleine Tochter, wie nennen wir sie denn? Fausta? Dobroneva, das hatten wir schon häufiger. Das passt doch eigentlich ganz gut. Haben wir irgendwelche Dobronevas? Nee, haben wir nicht. Ist gut. Ja, das ist die Ausbildung, die angenommen wurde. So, hier sind wir. Boah, ich meine, warum sollten wir jetzt nicht erst belagern? Erst ein Belagerer, das passt. Meine Tochter Ambrosia hat außerdem auch ein Kind zur Welt gebracht. Einen Sohn. Oh, nach uns? Ja, warum nicht? Warum sollte es nicht nach uns benannt werden? Das ist nur richtig, wenn der Großvater so heißt. Ah, super. Der Mentor unserer Tochter ist gestorben. Das war ja eine kurze Sache. Jetzt brauchen wir erstmal einen neuen Ratskanzler. Herzog Ratimir von Augsburg wäre ein mächtiger Vasall. Der ist aber eher gut in Verwaltung. Was ist denn mit Stanislav? Na, der ist allerdings in Diplomatie jetzt auch nicht so gut. Ich werde jetzt hier keinen Bürgermeister dafür einsetzen. Das passt ja nun auch irgendwie nicht, ne? Herzog Heribert von der Toskana. Das könnte man durchaus machen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt, das ist ja nicht irgendwer, ne? Ja, ich glaube, den werde ich jetzt erstmal nehmen. Tja, und unsere Tochter braucht schon wieder einen neuen Vormund. Jemand, der möglichst gut ist in Diplomatie. Dann schauen wir doch mal. Oberstes Reich, ja. Wo ist das denn? Die Grafschaft von Vukovar? Hier hinten? Ich glaube, ich guck mal lieber unter meinen Vasallen. Ach so. Da ist sie auch mit dabei. Naja, doch, ich nehme sie mal. Das passt einfach so gut. Ach so, kann ich ihr das gar nicht geben? Doch, Mündel anbieten. Hier steht's ja. Prinzessin Leonide wird sie gut finden. So, Vorschlag abschicken. Hier haben wir einen Befehlshaber verbessert. Ja, Fraktion. Ach so, ja, Fraktion ist auch noch so ein Thema. Da gibt es nicht allzu viele. Schwäbische katholische Populisten machen mir keine Angst. Und es gibt eine Freiheitsfraktion von einigen Grafen, die jetzt auch nicht so wichtig ist. Wie alle Katholiken teilt mein Vasall Graf Lucchetto mehr mit Gott und damit auch mit Lodovico als mit den meisten anderen Sterblichen. Ach so.
Wenn ich doch nur den Suffraganbischof dazu bringen könnte, einige der Ängste und Pläne von Graf Lucetto an mich weiterzugeben. Ach so. Genau, das ist ja der, von dem wir ein Druckmittel haben wollen. Und wir können jetzt den Bischof, der natürlich eigentlich nicht Schweigegelübde, aber sich eigentlich bedeckt halten müsste mit solchen, ja, Geheimnissen. Den können wir jetzt mal fragen. Diplomatie-Herausforderung oder Bildungsherausforderung? Ja, das ist jetzt so eine Frage. Wie würden wir da jetzt agieren? Es ist zum Wohl des Glaubens? Oder aber laut Gott? Das wäre eine Bildungsherausforderung. Das passt nicht so richtig, ne? Das geht nur ihm und Gott etwas an. Der ihn, da ist der falsche Buchstabe. Naja, wir sind treuherzig, ne? Da würde das hier eigentlich passen. Es ist zum Wohl des Glaubens, wäre schon auch was man hinterhältig finden könnte. Ich glaube, ich werde das mal würfeln zwischen dem ersten und dem letzten. Und ich würfle eine 6. Das geht nur ihn und Gott etwas an. Ja. So, weiter geht's. Ja. Die läuft jetzt hier die ganze Zeit rum, ne? Wahrscheinlich versucht die hier hinten rumzukommen. Bin ich mal gespannt, wann wir sie irgendwann stellen werden. So, die erste Grafschaft haben wir schon mal. Haben wir gleich jemanden gefangen genommen? Okay, wo kommt denn die jetzt lang hier? Weiß ich nicht so richtig. Dann werde ich mal diese Baronie belagern. Wahrscheinlich wird sie von hier hinten langkommen, denke ich mal. Herzog Stanislav beeinflusst. Ja, Geheimnisse aufspüren. Achso, der hat keine Geheimnisse, die sein ganz Antonetto. Das interessiert einen doch überhaupt nicht. Das ist total uninteressant. Ja, 1% Zermürbung, das können wir verkraften. So, wo steckt jetzt unser Gegner? Am Ende läuft die hier gerade darunter, zu dieser Exklave. Noch eine Fraktion. Ja, gut, das ist klar. Unser Vasall Federigo IV. Hat die nebenliegende Unruhochinger Villach geschaffen. Was ist denn er für einer? Der Herzog von Kärnten. Okay. Und wir haben einen neuen Ränkespielvorzug. Den werde ich mir mal anschauen. Ja. Noch können wir, glaube ich, auch nicht wechseln. Nee, geht noch nicht. Was machen wir denn? Entführer? Ruf der Schatten oder feindseliges Komplott Erfolgschance. Ich glaube, ich würde erstmal allgemein das machen. Feindselige Komplott Erfolgschance zuerst. Ich glaube, das passt gerade am besten. Weil er jetzt ja nicht speziell irgendwas vorhat mit Entführungen oder dergleichen. Wo ist unser Gegner? Wo ist die hin? Vielleicht läuft sie auch hier hin, man weiß es nicht. Oder sie läuft zu irgendeinem Meer und versucht dann über die Schiffe auf unsere Hauptstadt zu kommen. Auch das wäre möglich. Obizo wird erwachsen, genau. Unser Sohn Obizo hat eine kämpferische Ausbildung genossen und ist ein brillanter Stratege geworden. Nicht schlecht. Geduldig, allerdings feige und sprunghaft, so wie wir. Okay. Und außerdem Logistiker. Niemand hat einen Krieg verloren. Okay. Ja.
Noch eine Belagerung gewonnen, alles klar. Ja, er ist ja der Erbe des Königreichs von Ungarn, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn, wenn wir diese ganze Geschichte hier erledigt haben, dass wir ihm dann hier Grafschaften oder vielleicht sogar ein Herzogtum geben. Und dann ist er schon mal versorgt. Meine Schwester Anna ist gestorben an Herzversagen. Wahnsinnig, okay. Da auch einen sehr jungen Ehegatten. Naja, okay, das hat uns auf jeden Fall Anspannung gebracht. Oh ja, die Anspannungsstufe wird allmählich zum Problem. Ja, ich denke, nach dem Krieg, mal, wie lange haben wir denn noch bis zum Kreuzzug? 3 Monate. Da wird es ein bisschen schwierig mit der Anspannung, die loszuwerden. Ich möchte jetzt nicht mit dem Krieg ein Festmahl hier feiern. Sag mal, kommt unsere Gegnerin hier auch nochmal irgendwann raus oder hat die jetzt vor, mir einfach das Land hier so zu überlassen? Ein offenbartes Geheimnis. Eine schändliche Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Vasall, Herzog Isokor von Korsika, soll eine außereheliche Affäre haben. Seine Affäre Anna ist angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Ja, wie kann er es wagen, das heilige Sakrament der Ehe zu beschmutzen? Da werden wir natürlich Leute einkerkern, logisch. Und die hat ein Kind bekommen, Bertoldo nämlich. Bastard. Sie ist Jungarzt. Haben wir denn eigentlich einen Arzt? Ja, haben wir. Kräuterkundlerin. Es ist wieder dieser Gast. Dieser Gast, der muss mich demnächst ja lieben. Tja. Ich sehe unseren Gegner immer noch nicht. Ach, schaut mal, wie ich es gesagt habe, dir geht es hier mir auf die Schiffe und läuft hier einmal rum. Tja. Dann bin ich mal gespannt, wie es damit weitergeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.